Hafen und die Vorderkant, dafür ist Hamburg überall bekannt. Doch in der schönsten Stadt der Welt gehört zum Leben nicht nur Geld. Du willst Sport, Musik und den Chat, mit Freunden feiern richtig fett. Über www.elbrocker.de hast du alles, was du brauchst. Du wirst es sehen. Let's rock, Elbrocker, alle Antworten auf dem Elbrock-Port. Let's rock, Elbrocker, ahoi, moi, moi, ihr Rocker, und bleibt schön locker. Das Forum, liebe Leute, ein echter Kracher, die Idee kam von Turbo, das ist der Macher. Doch ohne Steffi, Tom, Tom und Pit, Terromize, Krümel, die machen auch mit. Elbrocker, Kirsche, Haifisch, Mr. X. Und ohne all die anderen wär's nix. Denn bei www.elbrocker.de lernst du Freunde kennen. Du wirst es sehen. Let's rock, Elbrocker. Let's rock, Elbrocker. Let's rock, Elbrocker. Alle an Bord auf dem Elbrock-Boot. Oh, let's rock. Einen Absturz erlebt, am Morgen danach kaum noch was geht. Und während im Glas die Alka-Seltzer erscheint, liest du im Bord, was war, so hast du nichts versäumt. That's rock, Elbrocker. That's rock, Elbrocker. That's rock, Elbrocker. Die Geschichte ist unendlich, wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in der Band sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende, das ist endless, das ist endless. Kein Stopp, die Geschichte ist unendlich, wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in der Band sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende, das ist endless, das ist endless. Ich komm mit der Entfernung Grove Street. Redest du zurück, kann sein, dass du danach tot liegst. Fahre durch die Stadt und ich hör schon die Sirenen. Machst du Mucher, Peter, kannst du gleich den nächsten Flieger nehmen, ey. Hier bist du ein Insolvent, ey. Denn jede Woche gibt's Events, schreibt nen Report. Keine Zeit mehr verlieren, ich bin einer von euch. Ihr seid einer von mir. Wir kommen sofort, wir sind für dich da, Bro. Doch drohst du nur rum, hast du nen Bomb, Bro. Keiner hat das Sagen, wir bestimmen alles einstimmig. Wir sind endless, dein Server hat ein Zeitlimit. Kein Stopp, die Geschichte ist unendlich. Wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in nem Blend sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende. Das ist endless, das ist endless. Kein Stopp, die Geschichte ist unendlich. Wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in nem Blend sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende. Das ist endless, das ist endless. Yeah, yeah, yeah. Und damit ein freundliches Moin aus Hamburg City hinaus in die weite Welt vom Elbrocker Place, live und in Farbe und in 3D mit TJ fucking Magnum, dem Schnauzer der Gerechtigkeit,
auf Endes Roleplay Tag 92 eine neue Woche startet. Moinsen Lena. Tach. So, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Gestern Schlagermove in Hamburg City gewesen. Hatte wieder viel Football-Action. Und ja, jetzt schauen wir mal, was im RP wieder geht. Donnerstag, Freitag lief ja nicht, weil ich dachte, ich hätte Internetprobleme. Aber ich hatte gar keine Internetprobleme. Ich hatte Routerprobleme. Naja, zum Glück mussten wir keinen neuen Router anschaffen. Aber das wird wohl auch demnächst noch passieren müssen, dass wir da auch nochmal ein paar Investitionen tätigen in Backup-Technik, ne? Aber eigentlich war ja der Rechner geplant. Wie auch immer, however, wir schauen jetzt mal, was hier wir alles angestellt haben. Und was wir aufzuarbeiten haben. So, dann. Da sind wir wieder beim schönen MRPT. Na ja, klar. Oh, diese Garagen gehen mir so auf den Sack. Eine Minute im Spiel. Oh, geht mir schon auf den Sack. Ja, einparken. Zack. Ich war ganz verwundert, dass der Drago da oben stand. Und ich nicht mit einem Cheater unterwegs war. Okay. Nein, das ist auch noch nicht da. Ist verkabelt? Naja. Okay. Notrufe sind keine offen. Das sind immer noch die beiden. Einstellungen haben wir auch nicht. Und das stimmt hier alles nicht. Was ist das denn? Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Ist das schon mal jemandem aufgefallen, dass das Datum gar nicht stimmt?
Zeigt das Handy auch ein falsches Datum an? Oh, ich habe mein Handy stumm geschaltet. Du hast deine Bluetooth-Kopfhörer angestöpselt. Okay, gut. Aber, bist du denn... Bluetooth ist doch eigentlich... kabellos, oder nicht? Nummer unterdrücken. Können wir mal auch anmachen. Aber warum? Machen wir hier gerade zurück in die Zukunft, oder was ist hier? So. Sind wir auch ausgerüstet? Achso, dann noch hier. Die Perlenkette mal ihm ab. PD80 10-8. 10-4. So, dann prüfen wir mal eben die Akten. Irgendwas ist an Akten dazugekommen. Tatsächlich nicht. Nabelhint. Ja? Hallo. Nabelhint. Nabelhint. Ja. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, wenn du gleich irgendwelche Dispatches oder sowas bekommst, dann nur damit du Bescheid weißt, das kommt von uns, ja? Admin-Modus. Ja, richtig. Okay, ja, dann gebe ich durch den Funk durch, dass Dispatches nicht beachtet werden sollen, ja? Ja, okay, ja, alles klar, gut. Okay, danke dir. Okay, gerne. Tschüss. Allgemeine Informationen in den Funk. Die Dispatches, die gleich reinkommen, werden heute alle ignoriert. Ich wiederhole, alle Dispatches werden heute ignoriert. 80, Ende. Nabend, Chief. Nabend. Ich würde Ihnen da gerne was zeigen. Draußen. Okay. An der Garage. Naja, klar. Herr Magnum. Ja, ich habe verstanden. Habe ich schon gelesen. Sie haben das falsch verstanden. Ja, ja, ich hab verstanden. Ja, ja. Okay. Okay, danke. Ich widerrufe den letzten Funkspruch. Die Dispatches werden nicht ignoriert. 80, Ende. Kommen Sie mal mit. Naja, klar. Warten Sie, erstmal muss ich stark mal eben Geld geben. Oder so. So. Äh, 2400 waren das stark letztens, ne? Ich glaube, ja. Nee, ich weiß es. Ich hab's mir aufgeschrieben.
Ich hoffe, das haben Sie jetzt bekommen hier. Ja, habe ich. Eine Frage. Sport im Dienst? Nein, verboten. Beschweren Sie sich beim Commander? Nee. Doch, machen Sie mal. Ja. Wenn er es überlebt, ist doch gut. Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Schmuckstück? Das ist das Wohnmobil. Okay. Und da steigt man jetzt einfach ein, oder was? Wenn man die Tür aufmacht, ja. Da ist noch nix, ja. Okay. Oh. Wenn What Sie jetzt fuck? Mal hier gucken. Okay. Und sich einfach mal anschauen, was man. Ja, Glasreiniger, Ephedrin hatten wir gesagt, ne? Mhm. Und ein Kochtopf fehlt. Und Gas. Und der Gas? Und der Wohnwagen hat anscheinend, wird mir beim Eintreten gesagt, 0% Gas. Okay, kriegen wir beim Baumarkt Propangasflaschen? Ah, kriegen wir Gasflaschen. Ja, geil. Yippie, brauchen Sie noch Kohle oder was? Wenn Sie jetzt nochmal in den Kofferraum dieses Fahrzeugs gucken, dann brauche ich noch Kohle eventuell, ja. Okay, wie viel Kohle brauchen Sie? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie teuer das ist tatsächlich. Naja. Dann, ja. Aber ich werde hier nicht drin kochen, das sage ich Ihnen so ehrlich, wie es ist. Warum nicht? Weil ich kein Chemiker bin. Ja, dann lassen Sie das den anderen machen, ne? Der ist doch noch Officer 1, oder? Mhm. Ja, dann ist gut. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich hätte ja beinahe gesagt, lassen Sie den Stark das machen, aber der Stark ist so zuverlässig. Den brauchen wir auch noch. Und der Storch ist nicht da. Storch ist nicht da. Fox war gestern da. Okay, lassen Sie das Wilson machen. Ich befürchte, da habe ich eventuell schlechte Nachrichten. Oh, wie? Schlechte Nachrichten. Mir ein Vöglein gezwitschert hat, ist er ausgereist. Oh. Das ist ja nicht schön. Nö. Aber das hat ihn nur ein Vöglein gezwitschert? Oder das haben hat wir dann nur ein Vöglein gezwitschert. Nee, und darauf habe wir... ich geantwortet, dass der Herr sich doch eben melden soll. Ja, hat er nicht getan. Also nicht bei mir. Mhm. Und bei Ihnen sich auch nicht? Also, ich kann Ihnen da mal was zukommen lassen. Nein, hat er sich bei Ihnen abgemeldet? So, das lese ich daraus, ja. Ach so. Weil, Kündigung beim Lieutenant, naja, okay, kann man auch mal. Sie sind ja in Anführungsstrichen sein. Ja, das sehe ich als Kündigung an. Ne? Ja. Dann kümmere ich mich um die Mitarbeiterliste. Letzten. Ja, und ich mache das mal eben hier am Laptop. Ja, schade, ne? Ich finde das schade, ja. Weil der sollte ja wirklich, aber naja, gut, wer nicht möchte. Dem ist nicht zu helfen. Naja, nicht zu helfen, aber wenn es seine Entscheidung ist. Gut. Ja, ist für jeden. Ja, gut. Lassen wir mal hier raus. Das qualmt hier ganz schön. Scheiße, Dreck. Auch wieder? Nee. Hm. Nö, das geht so. Im Kofferraum habe ich die anderen Geschichten. Mhm.
Ach so, weil die da nicht drinne reingehen oder was? Nee, die muss man, glaube ich, also das ist jetzt meine Vermutung, das einfach so aufstellen irgendwo. Ja, holen sie raus und stellen sie es hier auf. Testen wir. Das testen wir. Aber die Dinger sind verdammt schwer, das sage ich Ihnen, ne? Echt? Ja. Brauchen Sie Hilfe? Soll der stark helfen? Alles gut. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wobei denn? Weiß ich noch nicht. Gehen wir mal zur Seite. Aha. Schaffen hier. Das. 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 Das Brennen, also das Anherstellen, wird uns in die Luft jagen. Okay. Ja, dürfen wir ja nicht benutzen, ne? So. Aha. Wir nicht, ne. Scheiße, Dreck, was machen sie da? Oh, wow! Verdammte Scheiße. Holz und Maische. Maische habe ich noch im Dings. Und Holz kriegen wir... ich glaube oben... Palito, ne? Sägewerk da oben. Naja, Palito, da ist doch der Wald da, wo man Holz machen kann. Ah, aber dann brauchen wir... dann brauchen wir wieder eine Axt, ne? Ja, eine Kettensäge, viel mehr. Ich würde mit einer Kettensäge machen. Das ist doch viel zu viel Arbeit. Ja, mir auch Lachs, womit sie das machen. Hauptsache, sie machen das. Sind das jetzt beide Geräte, die sie aufgestellt haben? Mhm. Okay. Sind aber verdammt groß, muss ich sagen. Naja. Ja, interessant wäre eben auch zu wissen, ne, wie lange braucht man, um da was herzustellen. Ja, das können wir rauskriegen. Wie haben Sie die Maischübe herbekommen, also hergestellt? Sie können ja am Baumarkt leere blaue Fässer kaufen. Mhm. Da müssen Sie einen Sack Mais reinschmeißen, den Sie sammeln müssen. Den müssen Sie dann zum Verarbeiter bringen. Ja. Daraus wird dann mit einem Sack oder zwei Säcke ein Sack Mais aus drei Maiskolben und einem, ne? Alter, hat das ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe. dann muss da, glaube ich, noch Zucker, Wasser. Wo kriegen wir das denn alles her? Wir haben, zum einen haben wir oben eine Quelle an Wasser. Okay. Und Zucker? Zucker am Baumarkt. Ah, okay. Oh, der Dings hat doch hier die Liste so schön gemacht, diese Fahrzeugliste, ne? Ja. Der soll noch mal eine Liste für den Waffenshop fertig machen und eine Liste für, den Baumarkt. Baumarkt, genau. Kann ich Ihnen sagen, wenn ich ihn sehe. Ja. Wer ist das? Weiß ich nicht. Wir fertigen gerade den PD-Killer, falls jemand fragt. Ah, meine Herren. Abend. Mander. Naja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das Ding wieder abwracke, ob ich es zurückkriege. Naja, das ist eine berechtigte Frage, ne? Mal ausprobieren. Ohne ausprobieren können wir ja nicht stehen lassen. Ich wrack das Ding mal wieder ab. Ja, da vorne links die Schraube müssen sie. Ah, genau. Ja, ich hab's wieder zurück. Ja, dann packen wir es mal in den Kofferraum und dann packen wir mal hier, machen wir mal wieder zu. Ja. Dann gehen wir mal ins Büro. Ja. Ich
Tja, das mit Wilson war leider absehbar. Ist aber trotzdem schade, weil der Spieler ja gemeint hat, von wegen, er will hier mit aufbauen und bla bla bla. War ja auch im Team. Tja. Aber es ist, wie es ist, ne? Jeder soll da spielen, wo er spielen mag. Gut, ist Basham jetzt alleine in der Academy? Werden wir klären. Werden wir klären. Moin, Rukas Magic. Aber das mit Wilson hatte sich die letzten Tage wohl irgendwie angedeutet, wenn ich ehrlich bin. Naja, der ist ja nicht mehr in den Dienst gekommen, ne? Richtig, der hat sich bis Anfang der Woche hat er sich ja in Urlaub gemeldet, das war genau. Ja alles in Ordnung. Genau, und dann hat er sich ja gar nicht mehr gemeldet. Richtig, und daraufhin habe ich ihm mal eine Mail zukommen lassen, ich sage, kommst du noch? Mhm. Und daraufhin ist das gekommen. Ja. Ja, dann ist das so, ne? Mhm. Ist das so? Werden wir mit umgehen? Ja. Kriegen wir auch hin. Auch das. Ja, genau. Wir haben ja... Ist nur schade, ne? Weil er ja auch meinte, so von wegen, er will ja hier und bla 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 und Academy und dann... Also der hat sich gut hängen lassen. Worüber ich jetzt mit Ihnen beiden gleich noch sprechen will... Ja, dann warten Sie, bis der Commander da ist. Wir hören mal auf, hier andauernd irgendwelche Sachen zu besprechen, die wir dann doppelt und dreifach besprechen. Ja, ich wollte Sie nur auf das Thema vorbereiten. Nein. Ich hole meine Schrotflinte. Sie haben eine Schrotflinte? Natürlich habe ich eine Schrotflinte. Haben Sie keine Wieso Schrotflinte? Wieso habe ich keine? Weiß ich nicht, warum Sie keine Schrotflinte haben. Sie mir keine ausgeliefert haben. Nein. Apropos, die Waffen sind in, also die SMGs sind im Schrank. Sehr gut. Haben Sie da eine Liste oder der Stark da eine Liste gemacht? Ich hoffe. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich habe die gestern Abend umgepackt. Und weil ich gestern Abend relativ mit Kopfschmerzen außer Dienst bin. Ja. Ziemlich früh. Da habe ich die noch schnell rübergepackt. Bin aber noch nicht dazu gekommen, ihm zu sagen, dass er darüber eine Liste führt, wer die Dinger jetzt besitzt und benutzen darf. Okay. Das bedeutet, wenn Sie ihm das nicht gesagt haben, kann er das auch nicht angefertigt haben. Richtig. Gut. Dann hat er die ja nicht angefertigt. Also ist die Frage auf meiner... Die Antwort auf meine Frage ist nein. Genau. Ja, Bischof, warum machen Sie es denn so kompliziert? Sagen Sie doch einfach nein. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Chief? Weil kompliziert sehr viel Zeit dauert. Das ist so eine Nummer ist das. Bitte? So eine Nummer ist das. Mhm. Ja, klar. So. Sorgen Sie auch dafür, dass Herr Wilson keinen Zugriff mehr auf die Blätter hat? Gut. Shaitan, besteht denn die Gefahr, dass wir irgendwie Schüsse hören, die wir jetzt ignorieren sollten, dass ich das den Leuten sagen kann? Irgendwie sowas. Und Captain Baloo, vielen Dank für dein Resub. Und zwar den 8. Monat in Folge. Vielen, vielen Dank. Gut, dann sage ich denen, dass das Schüsse heute ignoriert werden, ja? Will der Commander nicht mit uns reden oder warum ist er da hinten am Computer? Hat er uns vielleicht eventuell nicht gesehen? Ich schau mal nach. Naja.
Alles gut, Krümel. Das passt schon. Boah, der soll heute mal nicht rumzicken, ey. Der mir das soll heute mal nicht rumzicken, sonst kriegt er Ärger. Abend, Chief. Na, Band. Warum hacken die da hinten im Computer und sind nicht hier? Ja, weil das mein Arbeitsplatz da vorne ist. Wissen Sie doch, wir müssen bei der Mannschaft dran sein. Der ist da drüben in dem Büro, das hatte ich Ihnen damals gezeigt. Ja, ich schotte mich nicht ab, ich nehme lieber einen Platz im Großraumbüro. Naja, klar. Wer nah an der Mannschaft dran sein, ansprechbar sein. Naja, klar, müssen Sie ja auch als Mitarbeiter in der Academy, ja? Achso, ja, können Sie mir, also, was habe ich denn verpasst? Gar nicht, ich bin eben informiert worden, dass diese E-Mail Herrn Beschelm erreicht hat und deshalb habe ich sie an Sie weitergeleitet. Der Kollege Wilson ist auch aus allen Dokumenten schon verschwunden und entlassen. Ja, gut. Ja, ist wie es ist. Ist wie es ist, das stimmt. Müssen wir denn aber schauen? Wollen nicht ändern. Müssen wir aber schauen, dass wir dann den Kollegen Beschem dahingehend unterstützen, ne? Ja, sowieso. Also, wir lassen sie da nicht alleine, Beschem, das ist klar. Das wäre jetzt tatsächlich mein nächster Punkt. Es sind ja jetzt noch aktuell, so wie ich das sehe, in der ersten Ausbildungsreihe 2 Sachen offen. Beziehungsweise 3. Es sind hier die Aktenschulung. Ja. Das Fahrsicherheitstraining. Genau. Und die Rechtsschulung, aber die lassen wir mal ausgeklammert. Genau, die Rechtsschulung ist aktuell ausgeklammert, ja. Meine Frage ist, wie stellen Sie sich das Fahrsicherheitstraining und die Verfolgungsfahrt vor in der Ausbildung? Na, so wie sie in dem Dokument steht. Heißt, die machen quasi, die sollen ein bisschen das Fahrzeug kennenlernen. Und irgendwie drei Runden im Block fahren oder so. Gegebenenfalls hatte ich, glaube ich, dazu geschrieben, wäre so eine Art Hindernisparcours vorgesehen, aber ich glaube, da wir aktuell nicht Hütchen oder sowas haben, oder da keiner aufgebaut ist, können wir da, glaube ich, jetzt nicht wirklich was aufbauen. Das wäre sonst so mein Wunsch gewesen, dass sie halt ein bisschen Hindernis fahren. Jetzt keine große Sache, ne? Also einfach nur ein bisschen Gefühl fürs Fahrzeug zu kriegen. Und wenn das dann durch ist, würde im Anschluss das Thema Verfolgungsfahrten schon kommen. In Form von praktischen Übungen halt tatsächlich. Also ja. Hinterherfahren, Funken, Fahrzeug. Ja. Fahrzeug, gut. Dann habe ich da anzuhalten. Theoretischen Plan zu, wie ich es mache. Naja, genau. Da steht in der Ausbildungsübersicht drin, Herr Beschem. Ja, das alles, was in der Academy, was die Academy betrifft, steht im Ausbildungsleitfaden drin, Herr Beschem. Einmal komplett durchlesen, Fragen notieren, mit den Fragen zum Commander gehen, Fragen mit dem Commander ausdiskutieren und dann sind sie ready. Und bei der Aktenschulung wäre das quasi in erster Linie eine rein theoretische Sache, weil... Ja, genau. Na, da zeigen sie dir nur... Ich würde mir jetzt im Prinzip eine Akte daraus raussuchen, die aktuell fest besteht. Und die soweit, also die für in Ordnung oder für gut befunden wurde. Wieso haben wir nicht eine Testakte gehabt? Es gibt eine Beispielakte, ja. Ja, es gibt doch ganz oben eine Beispielakte. Die 00 ist das, glaube ich. Ja. Die können sie ja auch nehmen, theoretisch. Ja, ja. Also sie können auch eine Echtfallakte nehmen, also wenn die inhaltlich ein bisschen besser zur Erläuterung ist, können sie auch eine Echtfallakte, ist ja egal. Ja, ja. Gut, dann werde ich mich nächste Hauptsache, Woche... Hauptsache die wissen hinterher quasi, wo sie das Aktensystem finden. Genau. Die Kombination funktioniert mit später auch, also mit Gefangenenabfertigung ist ganz wichtig, ne? Zum Schluss zur Aktenarbeit gehört ja auch quasi diese Verurteilung Laptop zu machen. Und dass sie das dann... Ich habe schon mal überlegt, ob man so eine Art, dass man das Modul ein bisschen ausweitet und das nicht Aktenschulung nennt, sondern Gefangenenabfertigung und einen kompletten Prozess draus macht. Das heißt, von der Festnahme an
Bis hin zur Übergabe in State Prison und dann alle Schritte aufführen, dass man daraus ein großes Modul macht. Dann kann man auch da reinschreiben, von wegen was abgenommen werden sollte und dass darauf geachtet werden sollte, genau, dass die Essen und Trinken behalten, ja, etc. Genau. pp. Ne? Wenn dann das, irgendwelche Probleme da sind. Basham, lassen Sie mich ausreden, reden Sie nicht in meine Sätze rein, sonst taser ich Sie durch den Laden. Sehr gut, danke schön. Jetzt dürfen Sie. Lassen Sie sich eigentlich duzen, Basham? Nein. Aha. Wie viele Officer waren gestern im Dienst? Ich habe 3 gesehen. Okay. Einer... Meine Wenigkeit? Ja. Fox und Stark. Okay. Storch ist ja im Urlaub, mehr oder weniger. Genau, nee, Storch ist im Urlaub. Mhm. Müller kommt voraussichtlich, warten Sie mal. Oh, Müller hat mir geschrieben, warten Sie. Müller hat mir geschrieben, heute und morgen wird sie noch nicht da sein. Das bedeutet, ab Dienstag ist sie da. Heute und morgen ist sie, die kriegt ja jetzt diese Schiene angepasst und so, wissen Sie, meine Herren? Mhm. Und dann ist die wieder da. Gut. Schön war ja, dass Fox den Name. Valentino war nicht da. Sie haben die Aktion mit dem Wagen alleine gemacht oder was? Mit den 3 Herrschaften, also mit den anderen beiden, ne? Ah, okay, gut. Ich bin da jetzt nicht alleine hin und her gefahren. Ja. Also bin ich dann doch ein bisschen auf meine Gesundheit bedacht. Guck mal, da hatten Sie eben gesehen, ne? Der Bus ist da. Das kann Ihnen Basham nachher nochmal zeigen. Da drinnen macht man dann wirklich das Meth. Allerdings den Moonshine, den können Sie wohl überall machen. Wenn Sie da so eine, haben Sie ja gesehen, ne? Haben wir für den Mitarbeiter Betriebsfest, hatten wir da schon eine Zapfsäule jetzt gekauft. Ah ja, okay. Ja. Das bedeutet, da sollten wir dann drauf achten oder müssen wir drauf achten, dadurch, dass das ja nicht. Haben Sie das probiert, die mal im Wohnwagen aufzustellen? Basham? Noch nicht. Probieren Sie das mal aus. Ich habe gerade eben tatsächlich das erste Mal aufgebaut. Okay, dann probieren Sie das nochmal aus. Ich wundere, was Sie da veranstaltet haben. Naja, Selbstschulung. Mhm. Ich habe hier noch 2 Pillen für Sie. Ich verzichte. Mit das. Naja, entweder die blaue oder die rote. Was würden Sie denn sagen, ne? Mhm, ich verzichte erstmal vielleicht auf Pillen. Naja. Auch einen klaren Verstand. Also, nee. Ein klaren bei dem ganzen, Verstand. Bei dem ganzen Tumult hier. Wieso Tumult? Ist so alles in Ordnung. Weil da ist wirklich eine Menge los. Also, übrigens. Ich habe gesehen, am Stadtpark stand ein Bus. Ja, ja. Und rote Autos. Ja, ja, wir sollten auch heute. Also, Schüsse sind nicht gleich Schüsse, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Die Stadt hat irgendwie Feuerwerk mit angemeldet, die sich anhören könnten wie Schüsse. Dem ist denn aber nicht so. Ja. Sollten wir dem Stark auch gleich nochmal sagen. Mhm. Gut, also Officer, so. Mr. Matters, Sie hatten doch gesagt, Sie sind Samstag hier. Warum waren Sie denn gestern nicht hier? Na, weil ich nicht da war. Ja, warum denn nicht? Sie haben doch gesagt, Sie sind... Aber Sie haben doch gesagt, Sie gehen. Also Sie sind da. Ja, und ich war halt nicht da. Ja, aber warum schreiben Sie mir denn nicht, dass Sie nicht da sind? Dann wäre ich doch da gewesen. Sie selber nicht da waren und deswegen keine Rolle. Ja, dann wäre ich ja da gewesen. Ach so. Natürlich. Dann wären Sie mal schnell, hätten Sie sich aus Ihrer Heimat hierher teleportiert und dann... Nee, ich bin dieses Wochenende gar nicht geflogen. Achso, das weiß ich ja nicht. Naja, das kommt davon, weil Sie... Wenn Sie Ihren Dienst unabhängig von mir machen, ne? Ja. Basham, gehen Sie mal in Pause für 10 Minuten. Ich kläre das hier mit dem Commander. Ja. Ich nehme mir ein Fahrzeug, ne? Ja. Mr. Matters. Ja? Mr. Ben Matters. Was kann ich für Sie tun, Sir? Commander Ben Matters. Ja? Wie geht's dir? Gut. Ein bisschen mehr Schwung in der Bude wünschen, aber das ist wie es ist. Ja, das kriegen wir aber hin, denke ich mal. Die Sache ist die...
dass also Becher meinte sowas von wegen, er hätte sowas mit Wilson geahnt. Ja. Ich fand es jetzt auch nicht gut, dass er da letzte Woche nicht da war, aber auch da, ne, es ist wie es ist. Leute, die nicht da sind, den traue ich nicht hinterher. Und Leute, die sich nicht ordentlich verabschieden, erst recht nicht. Das hat sich ja alles ein bisschen angedeutet, so nach und nach. Ne? Ja, es hat ja mit dieser komischen Overwatch-Geschichte angefangen und ist ja dann mit Abwesenheit und jetzt das. Ja, ja, das. Spricht für seinen Charakter. Naja. Ich will nicht weiter ausführen. 35, Code 7. Also, der Stark war wohl die ganze Zeit da. Kannst du mal deinen Terminkalender rausholen für diese Woche? Ja. Ich habe tatsächlich Probleme damit. Also Dienstag kriege ich vielleicht noch hin, dass ich später komme. Mhm. Ja. Mittwoch werde ich aber definitiv gar nicht schaffen. Okay. Ja, das bedeutet, Dienstbesprechung musst du Mittwoch machen. Das sollte kein Thema sein. Super. Ich bin Mittwoch, also bis 20 Uhr bin ich auf jeden Fall hier. Ja, ich habe da einen dämlichen Videocall, der echt erst um 16 Uhr anfängt, worauf ich mich aber eine Stunde vorher vorbereiten muss. Mhm. Und der geht tatsächlich bis 20, 21 Uhr. Und du weißt selber, ne? Dann nochmal eben unter die Dusche springen und hier und da, würde ich nicht vor 23 Uhr schaffen. Ja, nee, ist ja kein Thema. Gut. Also du willst unbedingt mit dabei sein, dann können wir sie auch verschieben. Also ich werde ja flexibel. Nee. Also sind wir ehrlich, die Themen, die da genau. Im Moment, ne, wir haben ja nicht so viele Themen. Nee. Beförderung sehe ich sowieso nicht diese Woche. Also sehe ich die Woche ja nichts los. Also nee. Wieder leider keine Begründung, jemanden zu befördern. Naja, man könnte über den Stark reden, ne? Aber ey, das lege ich in deiner Hand. Ja. Das lege ich in deiner Hand. Wenn du sagst, so, der wird befördert, du könntest ihn ja jetzt auch befördern. Dadurch, dass du ja auch Einstellungen machen kannst, ja. Kannst du ja auch befördern. Wenn du der Meinung bist, du willst ihn befördern, dann beförderst du ihn. Ja. Ja. Ansonsten hat kein anderer die Freigabe von mir. Weil auch die Müller, tut mir leid, aber die muss trotzdem auch erstmal nochmal ein bisschen was zeigen. Ja, Fox. Auch da, ich will die im echten Einsatz auch sehen. Ja, das ist halt, ja. Was ich bei allen so ein bisschen jetzt sehen möchte. Erstmal, genau. Ich will die im Einsatzgeschehen sehen und dadurch, dass wir aktuell kein Einsatzgeschehen haben, ist alles ein bisschen. Ja, erstmal runtergefahren, was das angeht. Ja, die sind ja auch alle erst. Also, die haben ja alle eine Beförderung bekommen, ne? Also. Ja. So, auch Fox weiß ja, laut seiner eigenen Aussage hat er ja sowieso gesagt, von wegen interessiert kein Rang mehr, ne? Denn dann ist ja alles okay. Also, aber Fox wäre dann so der Nächste, der, also Fox und Stark, die beiden würde ich als Nächstes, die anderen, die können alle warten. Sind die einzigen beiden, die ich im Moment so ein bisschen im Hinterkopf habe für Beförderung. Ja. Bei Basham, das war eben gerade schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Was denn? Naja, wie willst du die Verkehrs... Ja. Ich weiß es nicht, wie oft ich dieses Dokument ihm gegenüber erwähnt habe. Also ich weiß halt nicht, ob er das Dokument einfach nicht versteht, nicht verstehen will. Oder einfach immer noch nicht gelesen hat. Also ich habe vielleicht Ahnung. Kannst du ihm ja unter vier Augen das nochmal fragen. Auf der anderen Seite ist das ein Lieutenant und ich erwarte, wenn er Probleme hat, dass er denn zu einem kommt. Also ja. Dem renne ich eigentlich nicht mehr hinterher. Richtig. Aha. Ja, vor allem, weil wir seit Wochen darüber reden. Also ist irgendwie... Ja. Schauen wir mal. Ja, egal. Ja, die haben die Erlaubnis von mir, da jetzt ein bisschen rumzutesten, ne? Mit dem, mit dem Mess und mit dem Maische-Dings und so, ja. Wenn die Gelder brauchen, sollen sie zu dir kommen, entweder legst du es kurz aus oder sie sollen zu mir kommen und dann fahre ich zur Bank. Ja. Dann hole ich das.
das. Ja, und dann mal ansonsten. Weiß ich nicht. Uns den Stark mal ihm reinholen und fragen, wie der sich jetzt gefühlt hat die letzten Tage, was er so gemacht hat und so? Nö. Nee? Nee. Oh gut. Ja. Ehrlich gesagt habe ich gerade, wenn nicht nötig, überhaupt keine Lust auf Mitarbeitergespräche. Okay. Aber wir können natürlich, also wenn du da Interesse dran hast. Naja, mir geht's darum, einfach mal zu fragen, hat er jetzt sich um die Fahrzeuge gekümmert und so und... Achso, wir müssen sowieso was mit ihm besprechen, das passt eigentlich ganz gut. Kommen Sie mal rein, Stark. Ja, kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein. Okay, danke. So, erstmal, was möchten Sie? Ich habe eine Lagerliste erstellt und die möchte ich Ihnen zeigen gerne. Ja, schicken Sie mal Ruhe. Ja. Auch den Herrn Metters? Natürlich. Der Stellvertreter. Der hat Sie dafür vorgeschlagen, ne? Wenn die dem das nicht geben, dann ist das echt schwierig. Ich bin jetzt irgendwie blöd. Macht nichts. Wenn sich das erste Weg zur Besserung. Oh. Ich hab sie auch gern. Was? Wer hat wen hier gern? Ich hab ihn heute schon erschrocken. Wen? Ja, und salutiert. Ach du Scheiße, und ich war gerade aus der Ausrüstung raus. Also ich habe kurz überlegt, ob meine Waffe noch nicht gesichert war. Ja? Die Liste bekomme ich noch, oder? Ja. Ja, gut. Ich frage ja nur. Ich frage vom Freund oder so, heißt das, glaube ich, ne? Will der eigentlich auch anonym bleiben, oder? Der Freund? Der Freund, ja. Schon immer. Ich habe nur anonyme Freunde. Ja, ich verstehe ja auch. Also, sorry. Anonymität gibt es heute selten. Mr. Stark, wenn heute Schüsse gemeldet werden, dann ignorieren wir das ein, ja? Ja. Weil sie ja auch Leitstelle machen. Und übergeben sie das auch an die Leitstelle, ja? Falls sie die Leitstelle nochmal abgeben. Ja. Okay. Es ist eine einfache Liste, wo ich, die Leute drin habe. Witzen kann ich zum Beispiel rausnehmen. Ach du Scheiße. Ja. Legen sie alles manuell, ja, oder? Ja, dass ich nicht irgendwie durcheinander komme. Okay. Achso, okay, hier ist Lager ein. Okay. Alles, was rot ist, ist dann wirklich diese, was muss regelmäßig geprüft werden, wie Magazine. Besten so. Ah, cool. Ja. Und Verkäufer auch noch dahinter, die PD, was alles man hier bekommt. Und ja. Okay. Falls halt noch Verbesserungen sind, natürlich kann man das auch ändern. Also. Also ich bin völlig fein damit, wenn Sie damit klarkommen. Genau, Sie müssen damit arbeiten. Ja. Wir müssen es ein wenig verstehen können. Das sieht für mich erstmal schlüssig aus. Ja. Das Ding ist, Sie werden das auch einmal mit Müller zeigen müssen, sobald die wieder da ist. Und Sie werden die Miss Müller wird das denn einmal kopieren. Dann müssen Sie ihr denn Kopierrechte geben. Ja. Und dann wird sie Ihnen dieses Dokument nochmal zur Verfügung stellen, damit das bei uns auf dem Server drauf ist. Ja? Ja, klar. Ja, gut. Gut. Das machen sie aber, Miss Müller kommt erst übermorgen wieder. Aber okay, ansonsten so sieht das alles gut aus. Hat das mit Ihnen schon der Commander mit Ihnen schon gesprochen? Mit den, nee, deswegen habe ich es jetzt auch, haben wir sie jetzt auch reingeholt, weil das die beste Gelegenheit ist. Das Thema, Herr Stöck hat das Thema Nagelbänder angesprochen. Die haben wir ja und er hatte vorgeschlagen, ob wir die Fahrzeuge damit ausstatten, aber dabei habe ich einfach keinen Stand mehr, wie wir damit verfahren wollten. Ja. Nein, also es war so, wir hatten auch keinen richtigen Stand, weil ich das erst klären mussten. Ich habe aber die Freigabe bekommen, dass wir die auch wirklich benutzen dürfen. Sollen aber in die Fahrzeuge rein. Ja, dann. Ja, nicht am Mann mittragen in dem Sinne so den ganzen Tag, sondern in die Fahrzeuge rein. Ja. Weiß ich nicht, zwei Stück, drei Stück? Ich würde zwei Stück vorschlagen. Ja.
Wichtig ist, dass immer so ein Reparatur, nee, ein Werkzeugkasten muss dabei sein. Wir haben auf allen Fahrzeugen Werkzeugkasten, die habe ich heute Morgen noch gefüllt. Haben wir Reparaturkästen oder sind Werkzeugkästen? Oder sind ist das das Gleiche? Die Werkzeugkästen haben wir zwei Stück. Glaube ich, zwei oder drei Stück. Ja, ich wusste nicht, was ich jetzt noch in der Liste mit reinmachen kann. Ob die dazugehören. Und möchte ich noch dazu. Ja, also sie brauchen einen Werkzeugkasten, um die Nagelbänder dann nachher wieder von der Fahrbahn runterzumachen. Deshalb, wenn sie Nagelbänder reinbringen, reinpacken, dann müssen sie auch einen Werkzeugkasten reinpacken. Gut, die muss ich dann nochmal holen. Ja, machen sie das. Alles klar. Stopp, zurück. Zurück, okay. Ja. Ansonsten hat Herr... Reden Sie nachher mal mit dem... Ich gehe mal nach vorne. Ja. Die hier nicht rumschreien wollten immer, ne? Das hat gedingdongt. Gedingdongt, ja. Haben wir eine Klinge da vorne, oder was? Aber, also, ich weiß ja nicht, was... Ich habe mir jetzt die Nagelbänder noch nicht angesehen, Chief, aber bei allem Respekt, wofür braucht man denn einen Werkzeugkasten von Nagelbänder? Die rollen naja, weil sie einfach die... nur aus ja. und tun sie dann wieder... Also, die sind ja nicht... Da ist ja keine Klickvorrichtung, gar nichts. Die legen sie und nehmen sie nur wieder. Nee, die legt man... Ja, eigentlich. Nur hier wieder nicht. Habe ich auch gedacht. Und dann hatte ich welche ausgelegt und habe die nicht Beruf bekommen. Ja, ich meine, die haben ne, so ein also Saugding. Ich weiß nicht, was die hier für Nagelbänder haben, aber das. Also, oh, ey, Frage Commander, nicht. Echt, ohne Scheiß. Ja, warum braucht man einen scheiß Werkzeugkasten? Was ist das denn für eine unnötige Scheiße schon wieder? Ja, gut. Viel Spaß. Lassen Sie mich damit sowas doch zufrieden. Was war denn das? Ich frage, Sie haben die ja bestellt. Ja, nee. Ich gebe Ihnen die Gebrauchsanweisung mit. Und dann hören Sie auf, mich ständig damit voll zu labern, von wegen, was Ihnen daran nicht passt. Das werde ich, glaube ich, nicht lassen, ne? Nee, werden Sie nicht lassen. Denn wenden Sie sich an den Hersteller und nicht ständig an mir. Warum heulen Sie sich jedes Mal bei mir aus? Brauchen Sie Taschentücher oder was? Eine Anweisung war, dass das natürlich ist das von mir eine Anweisung. Ja, kann ich das wissen? Ich fahre auch nach Japan in irgendwelche, ich fahre in Japan in irgendwelche Fabriken und überprüfe das da auch noch, oder was? Ja. Da kommen Sie rein, stark. Ich weiß ja nicht, was Sie bestellt haben, ne? Ja, genau. Frau Fox steht von will einen Kaffee haben. Ja, dann geben Sie hier einen Kaffee. Hab ich nicht. Okay. Oh, Alter, Leute, ey, ihr macht mich fahren nicht. Ja, ich. Wissen wie, ich mach das ganz einfach, Herr Stark. Was ist überhaupt gar kein Problem. Ich fahre jetzt rüber und hole einen Kaffee. Ist in Ordnung. Das macht der Chief of Police gerne. Also, das. Ja, sie haben es ja auch angeboten. Ey, dieses ständige Gelabere, ob wie und was an technischen Mitteln was gebraucht wird, ey. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, echt nicht. Nein, ich lasse mich da nicht mehr drüber. Ich ärgere mich nicht mehr darüber. Das soll nämlich. Ich will einfach damit zufrieden gelassen werden. Ich will damit zufrieden gelassen werden. Das ist Spielmechanik.
Für mich macht das jetzt auch nicht so einen großen Sinn. Das ist da drinne. Dann macht man das als Wunsch. Und dann sagt man von wegen hier in die Wünsche rein. Hier halte ich für nicht so sinnvoll oder finde ich nicht so cool oder so. Alles gut. Ey, ist nicht mein Server. Ist nicht meine Entscheidung. Ob hier die Ampeln rot sind, grün sind, lilafarben sind. Jeder kann seine Meinung preisgeben. Aber ich bin hier nicht derjenige, wo man sich ständig ausheulen muss, ja. Warum sind heute hier so viele Einreisen? Ist ja auch geil. So, kaufen wir jetzt den Kaffee. Ja, kaputt. Ey. Echt, ey. Was soll ich denn hier hinstellen? Ach ja. Also. Die Automaten sind kaputt. Ach so. Ah, deswegen hat er. Moinsen. Hallo. Hi, hallo, Chief. Hallo, Chief. Kommst du her, Stark? Stark. Navent.
Nabend. So stark kommen sie her. Ja. Ja, ich bin da. Nehmen Sie mal die Kamera. Ja. Yeah. Nehmen Sie mal den Kamera. Zack. So, und verteilen Sie den mal schön. Nabend und ich bin schon wieder weg. Ich muss leider noch ein bisschen Bürokram machen. Kein Problem. Ne? Der Kollege gibt Ihnen aber den versprochenen Kaffee. Perfekt. Okay, danke. Bis dann. Mr. Magnum? Ja. Ich wollte Sie nur noch kurz darüber informieren, dass die Seitentür zu den Garagen vorhin offen war, als ich reingekommen bin. Die wurde nicht abgesperrt. Nicht schön. Gut. Ja, das. Bloß, dass Sie Bescheid wissen. Ja, sagen Sie das mal bitte dem Commander. Ja. Danke Ihnen. So, dann habe ich die Ausrüstung. Habe ich die Ausrüstungsliste weitergeleitet. Und dann Streif 1 Kontrolle Downtown Löwepark. Ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir Nagelbänder bekommen, die sich auch ohne Werkzeugkasten lösen können. Da dies anscheinend zu Unmut in der Truppe führt. Wahlweise bitte ich um Erlaubnis. Es komme, dass die Nagelbänder nicht mitgeführt werden müssen. Nagelbänder nicht eingesetzt. Eingesetzt. Dass die Nagelbänder nicht eingesetzt werden
Jetzt ist Government, hiermit möchte ich ja fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir Nagelbänder bekommen, die sich auch ohne Werkzeugkasten lösen könnten, da dies anscheinend zu Unmut in der Truppe führt. Wahlweise erbitte ich um die Erlaubnis, dass die Nagelbänder nicht mehr eingesetzt werden müssen. Sollte es keine neuen Nagelbänder geben, was ich aufgrund unseres Budgets verstehen kann, möchte ich nicht, dass sich Kollegen beim Einsatz eines Werkzeugkasten verletzen beziehungsweise überanstrengen und so nicht den Dienst weiter fortführen können. Mit freundlichem Gruß, PD80. Mit freundlichem Gruß, PD80. Ist ja nicht so, dass wir nicht, wir haben hier einen Commander und der ist ja der Leiter der Patrol Division und wenn der das natürlich sich darüber beschwert, über das Werkzeug für seine Officer, dann nehmen wir das natürlich wahr. Doch, doch. Habe ich jetzt gemacht. Das ist hier ganz. Er hat das IC angespielt. So, und dann. Ich habe das jetzt ordentlich weitergeleitet. An die Vorzimmerdame vom Governor. Und dann. Und moin, Pandala. Und ey, Keksi. Moinsen. Vielen Dank für den Follow. Sehr geehrte Frau Jacqueline, bitte leiten Sie das folgende Anliegen weiter. Sehr geehrtes Government, hiermit möchte ich ja fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir Nagelbänder bekommen, die sich auch ohne Werkzeug haben. So, ja. Können wir... Was heißt getriggert, Pandala? Es ist einfach so... Ich setze andere Prioritäten als Maxi. Beziehungsweise Metas, ja? Als Metas, nicht als Maxi. So. Mir geht es darum, die sollen im Hintergrund, jetzt wird da, wahrscheinlich dauert das nur 3 Minuten oder so, oder eine Minute oder so, das rauszunehmen da. Oder das umzuschreiben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber diese eine Minute wäre ich froh, wenn hier das Team sich um andere Sachen kümmert. Anstatt um diese scheiß Nagelbänder, die wir sowieso nie einsetzen werden. Weil, wann willst du die Nagelbänder einsetzen? Ja? Und dann muss ich das jetzt nicht so anspielen, ist meine Meinung. Sieht das anders. Er hat das aber schon mit der einen oder anderen Geschichte gemacht. Okay, gut. Ich habe ihn zum Commander gemacht. Er ist Leiter der Patrol Division. Und wenn er der Meinung ist, von wegen, dass das Schwachsinn ist, gut, dann gebe ich das jetzt weiter. 820. Und dann ist gut. Er hat es angespielt. Ich habe es weiter ausgespielt.
Bam. Ist einfach so. Ich diskutiere da auch nicht mehr drüber. Also das ist mir zu dumm. Dann schreibe ich hier so eine E-Mail, ist angespielt worden, so kann mir keiner Fehler-RP nachsagen. Wunderbestens. Wenn die Nagelbänder wichtiger sind als unsere Autos. Gut. So. Das hat sich auch erledigt. Das wird jetzt der Grund, warum ich jetzt stark gebeten habe, die Sache nochmal rüber zu schicken. Ich finde das echt klasse, wie er das gemacht hat. Also ich finde es nicht klasse, weil das ist schon wieder eine Liste. Ich kann damit ja nicht, das wisst ihr ja. So, ich zeige euch das aber mal. Hier, so hat er das schön hier angefertigt und so. So wie Matt das gesagt hat. Wenn er das pflegen will, dann bitteschön. Er muss auch zusehen, dass denn jemand, der ihn vertritt, dann später das pflegt. Aber es ist jetzt so, das hat jetzt der Spieler angefertigt. Das bedeutet, der hat die Zugriffsrechte da drauf. Deshalb muss hier, ich habe ja auch nur einen Lesezugriff, er muss da einmal einen Schreib- und Kopierzugriff irgendwie so ermöglichen. Dann wird das vom Team einmal kopiert, bei uns eingearbeitet, beziehungsweise auf den Server gelegt. Und dann kann er da auch wieder drauf zugreifen, weil es natürlich immer diese Schwierigkeit gibt, diese Schwierigkeit gibt, dass wenn jetzt Leute den Server verlassen, dass da dann irgendwie die Rechte noch dran sind und hier und da, bla bla bla. Und wir haben jetzt gesagt, okay, gut, alles, was jetzt hergestellt wird, egal jetzt von Matters oder von mir oder vielleicht auch von jemand anders, wenn die anderen das haben möchten, dann dann lassen wir das jetzt so laufen, damit der Server dann auch, wenn die Spieler das Projekt verlassen, weiter drauf zugreifen kann. Naja, dann hätte man sie gar nicht erst programmieren müssen. Die Zeit hätte man sich ja auch sparen können. Oder vielleicht mal für die Zukunft, wenn der Server voller ist und man sie auch gut benutzen kann. Ja, genau, Pandala. Also erstmal, die waren da. Ne? Die waren da. So, wir haben die. Und wir haben sie die ganze Zeit gehabt. Wir haben die nur nicht freigegeben, in Anführungsstrichen. Jetzt wollten... War mein Gedanke, ich gebe sie jetzt frei, dann haben die da noch mal ein bisschen was zu spielen und hier und da. So, wenn das jetzt aber das Problem ist, dann werden sie wieder rausgenommen. Dann werden sie nicht freigegeben oder sonst irgendetwas. So, vielleicht braucht man sie in Zukunft. Nur, wir haben hier andere Probleme als dämliche Nagelbänder. Also ich sag's dir, wie es ist. Meine Meinung. Moin. Hä? Telefon. Oh, ich jetzt hier wieder. Magnum? Hallo Magnum, hier ist Stark. Hier steht ein Wagen von uns, ein Granger am Flughafen. Ja, das ist richtig so. Den lassen Sie da stehen. Alles klar, okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Den hat Becher mitgenommen. Den hat Becher mitgenommen. Warum er jetzt ausgerechnet Granger mitnimmt, das weiß ich jetzt nicht. Aber den hat Becher mitgenommen wohl, weil er Einreise macht. So. Gut, also die Liste haben wir auch weitergeleitet. Und die können wir dann auch erstmal schließen. Darum hat sich der Stark zu kümmern.
So, und ich glaube, wir gehen dann nochmal rüber. Wir gehen dann auch nochmal eben rüber. Als Rüdiger. Die sind da zu dritt. Ja. Die 80, 10, 10. Hier ist gar keiner mehr. Okay. Okay, dann sind die fertig. Okay. Ja, das ist ja jetzt doof. Ich habe gedacht, die sind noch da. Warum habt ihr in GTA 5 Gewitter? Weiß ich nicht. Das einige Server geben da so das Wetter ein. Also so, es scheint da irgendwie ein Programm zu geben, dass du genau, und es scheint ein Programm zu geben oder irgendwie eine Verbindung, eine API, ist das ja eine Schnittstelle denn irgendwie, dass du dir das Echtzeitwetter aus bestimmten Städten denn holen kannst. Und einige machen das denn mit Europa, mit Berlin zum Beispiel oder so. Du kannst aber auch das Wetter von Los Angeles einspielen und so. Und dann hast du wirklich das Wetter, was draußen ist, hast du dann auch im Spiel. Das kann sehr nice sein. Das kann aber auch absolut nervig sein, ne? Also keine Ahnung. Wenn du so eine Geschichte hast wie Hamburg zum Beispiel, wo du dann irgendwie ständig Regen hast oder so, das kann ziemlich nervig sein. Aber mal so zwischendurch ist das auch ganz nett. Das ist auch mal zwischendurch wirklich nett. Bringt eben Abwechslung rein, ne? Und Realismus, genauso wie Pandala es geschrieben hat. So. Ja, das ist ja jetzt doof, dass hier keine Einreise ist. Das ist ja wirklich behämmert. Eben waren da so viele Einreisen. Hat Bisch die gut abgearbeitet. Na, wahrscheinlich hat das Team damit dran gearbeitet.
Also nicht nur Basham, sondern auch die anderen. 35 pro 0. Basham ist wieder da. Ja, wirklich Bökelhof. Ich könnte jetzt mit Rüdiger nochmal rumfahren ein bisschen. Dann müsst ihr mich ja mal ausstempeln. Tja. Ja, dann machen wir das anders. So, wartet. Dann machen wir das anders. Dann mal viel Spaß drüben bei Matters. Ich bin erstmal für heute dann raus. Melde mich in den Feierabend. Passt auf euch aus, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Kein Stopp, die Geschichte ist unendlich. Wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in einem Blend sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende. Das ist endless. Kein Stopp, die Geschichte ist unendlich. Wir ziehen an dir vorbei, auch wenn du in einem Blend sitzt. Nein, hier gibt's niemals ein Ende. Das ist endless. Ich komm mit der Erzählung Grove Street. Redest du zurück, kann sein, dass